Kaiserin ist schon im Bad. Senkt euren Blick, wenn ihr euch naht. Und gießt behutsam und gemach heiße Milch nach und nach in die Wanne. Sind ihre Tücher parfümiert? Und gekühlt? Ist das Shampoo schon angerührt? Nach Rezept zuerst den Cognac, dann das Ei. Auf jedes Glas jeweils drei. So verlangt sie es. Unsere Kaiserin soll sich wiegen, Hände pflegen und erfrischen, dann sich in die Staatsintrigen einzumischen. Auch die Erzherzogin findet das sehr vernünftig. Das Erdbeermus ist für die Haut, ich fang schon an, sie zu massieren. Hier für den Tarn das Sauerkraut, man muss die Brauen retuschieren. Hier kommt das Kalb gleich fürs Gesicht, linkes in dicker Schicht auf die Wangen. Das Rosenwasser wunderbar, das Verschlungen muss man sie frisieren. Das macht die Augen hell und klar, sie lässt sich täglich Maniküre. Der Fleischsaft, den sie mittags trinkt, muss bitte so unbeliebt vom Filet sein. Unsere Kaiserin soll sich wiegen, Hände pflegen und erfrischen, statt sich in die Staatsintrigen einzumischen. Der Kaiser.